Ja, Aufgaben. Was haben wir Neues? Ein Palast. Demis Plan besteht darin. Die Hohenpriesterin und Demin hat mir mitgeteilt, dass Irenikus Königin Elesim innerhalb des Palastes gefangen hält und dass sie die Tore mit mächtiger Magie versiegelt hat. Die einzige Möglichkeit, in den Palast zu gelangen, besteht darin, sich mit den Wesen auseinanderzusetzen, die in der Stadt ihr Unwesen treiben. Natürlich ist das ihre Sicht der Dinge. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, in den Palast zu kommen. Sie möchte mich offenbar nebenbei einspannen, um ihr Volk zu retten. Ja, das werden wir schon machen. Demens Plan besteht darin, den Avatar des Elfengottes Rillafeen zu beschwören. Er wird die Wachgeister des Waldes erwecken, um die Elfen zu retten. Außerdem verfügt der Avatar über die Macht, das Siegel am Eingang des Palastes zu brechen. Irenikus Kreaturen haben drei Reliquien aus Rillafeens Tempel gestohlen. Ich muss sie wieder beschaffen. Es handelt sich um einen Kelch, ein Talisman und eine Mondklinge. Die Reliquien werden sich wohl im Besitz der mächtigsten Monster von Irenikus befinden. So dürfte auch in Irenikus Schwarzer Dach im Nordwesten eine der Reliquien in seinem Besitz haben. Sobald ich die drei Gegenstände habe, soll ich in den Tempel gehen und sie auf der Statue platzieren. Das sollte alles reichen, um den Avatar zu beschwören. Ich muss mich beeilen, bevor Irenikus seinen mir noch unbekannten Plan zu Ende bringt. Wir Ich müssen warte, bald wenn ihr ruhen. es wollt. Bo ist schon. Natürlich. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ja, Relifanes Tempel. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ja, das Horn gehört zu einer größeren Skulptur. Die muss ich auch noch finden. Ah. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich tu dir weh, wenn es meine Waffe ist, wirkungslos. Muss wohl was anderes ausprobieren. Was ist mit der Königin geschehen? Wurde sie etwa entführt? Verflucht seien diese Golems. Möge der Protektor die Seele des Verbannten ausspießen, für das er es heute angerichtet hat. Und verflucht seien auch wir, dass wir so viele weggeschickt haben, um gegen die Dwarf zu kämpfen und so unser Golems würde uns also ungeschützt zurückließen. Eine Frage, mein Freund. Ich dachte immer, der Verband hat uns verborgen gehalten. Wie kann es sein, dass ihr da hier seid? Ist das wichtig? Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um gegen Irenikus zu kämpfen, euren Verband. Es ist mir egal. Es ist egal, wie ich hierher gekommen bin. Ich kann mit. In Städten wimmelt es immer von Bösem und von Verfall. Lasst uns hier einmal rumstöbern und sehen, was wir aufscheuchen. Ist gut, Minsk. Ich kam mit Elan, der jetzt an den Toren die Stadt evakuiert. Elan ist am Tor? Dann müssen wir dorthin gehen. Mein Dank an euch, Fremdling. Ich bete, dass ihr unsere Stadt in ihrer dunklen Stunde helfen werdet. Ich wünschte, ich könnte das Leben des Verbannten selbst beenden. Wenn ihr heute hier irgendwas ausrichten könnt, dann bete ich, dass ihr den Verbannten findet und den korrupten Geist des Gestörten gibt, was er verdient. Den Tod und die Ewigkeit in der Abyss. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Ja, Haus des Mondes, Haus des Hafenspielers. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Das ist Ein wenig die Ruhe Waldlichtung. Wäre angebracht. Nicht groß. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Aber groß genug für einen Drachen. Nahrung. Irenikus hat mir endlich eine Mahlzeit geschickt. Das ist gut. Ich werde langsam müde. Schatz hin oder her. Nimm Nisidramit. Nisidramanit ist kein lächerlicher Soldat, der eine vergammelte Tasse bewachen muss. Ihr habt den Kelch des Lebens. Gebt ihn mir und ich werde euch in Ruhe lassen. Warum folgt ihr den Anweisungen dieses Zauberers? Ein großer und mächtiger Drache kann doch sicher nicht so einfach einen Elfen untergeben sein.
Ich bin Thalesa und habe keinen Streit mit euch, weder in kulinarischer noch in anderer Hinsicht. Ich brauche einfach nur den Kelch des Lebens. Böser Wurm, ihr werdet die Länge unschuldig in der Stadt töten, sterbt. Nehmen wir einfach mal die zwei. Wie könnt ihr es wagen? Nisidramid ist kein Sklave. Der Zauberer bietet viel Lohn für wenig Arbeit. Ich sollte euch langsam töten, aber ihr seid es nicht wert. Ihr seid Nahrung, Vieh. Ihr wollt euch nicht beleidigen, ihr seid kein Diener. Ihr kann den Regenkurs nur annehmen, ihr würdet seinen Auftrag wie ein einfacher Stallbursche ausführen. Dann fallt durch die Klinge, Wurm. Ihr sollt eure Bosartigkeit nicht weiter verbreiten. Nehmen wir die Eins. Das wäre der Kern der Sache. Aber bevor ihr meine Ergebenheit beurteilt, solltet ihr verstehen, dass der Zauberer einen großen Schatz für diese einfache Aufgabe verspricht. Warum für Gold arbeiten? Nehmt es und lasst Irenikus für das Privileg am Boden kriechen. Ihr braucht diese Geschmeide nicht zu bewachen. Und wenn ich euch mehr für den Kelch biete, was ist, nehmen wir die Eis. Eure Worte klingen gut und ich könnte mich nach ihnen richten, aber ich kenne ja eure Motive. Nisidramid dient nur den eigenen Zwecken, nicht den euren. Ihr habt nicht den Kelch gefunden, sondern den Tod. Frag euer Wunsch, ciao. Ja gut, dem seine Steinhaut und sein Hass können jetzt erstmal in aller Ruhe abklingen. Während ich mir die Mondklinge hier in dem Haus beschaffe. Was möchtet ihr? Steinharfe. Ach nee, hier war das Hafenhaus, okay. Erzählt mir mehr davon. Ja, viele Möglichkeiten, als uns mit dem Drachen jetzt gerade anzulegen, bleiben uns ja nicht mehr. Zum Glück sind wir aber diesmal gut bewaffnet, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Wobei ich ihn auch einfach todeswolken kann. Ich warte. Und dann alles andere kein Problem mehr sein dürfte. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Wir müssen sprecht frei heraus. Bo ist schon hamstermüde. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Okay, okay. Der Geist ist willig, mein Freund. Ja, und ich buffe jetzt erstmal ordentlich hoch. Körper ja. Verlangt nach einer Pause. So, dann das. Ja? Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Ich freue mich, einen neuen Tag erleben zu dürfen. Hab allerdings das Gefühl, dass das Licht meinen Augen wehtut. Los, spuck es aus. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, Archonten-Shit ist an. Auf geht's. Ich helfe, wo immer ich kann. Hast wirken. Das wirken. Ich warte. Irgendwas ist schon wieder abgeklungen. Keine große Herausforderung. Und geh mir. Was kann ich tun? Ist was los? Oh,
Okay. Zeit auch verstanden. Das hier ist wesentlich aufregender. Ja. Okay, okay. Was ist auf die beiden denn gewirkt? Zauber gescheitert, okay. Die Pflicht bietet man nicht. Ich war schon ja, aber gerne. Ich bin bereit. Wurde aber auch Zeit. Sprecht schon unterwegs. Ihr müsst mir rasch helfen. Bo ist noch zu jung, um mich zu sprechen. Wir müssen bald ruhen. Okay, wir haben ihn gerade so tot gekriegt. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Das ist der Kelch, den wir brauchen. Kettenhemd. Ein elfisches Kettenhemd. Klingensänger Kettenhemd. Die Geschichte der Rüstung ist wie von einem Schleier verhüllt. Aber lass mich raten. Selbst wer sie es anzieht. Nö. Das unterbricht nicht ihre... Ja, nicht ihre... Magie. Was recht geschickt ist. Oh, ich hätte hier den Berserker rufen können. Habe ich natürlich mal wieder verpennt. Pfeile des Zauberbuchs. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht. Das sind Pfeile plus 2, so wie die aussehen. Und Schleuderkugeln. Ja. Gut. Fort, was immer ihr wünscht. Ich warte. Ja, da wir müde sind und alles. Ja, wenn ihr es wollt. Sollten wir gerade mal warten. Bis hier der Verstrickungszauber abgelaufen ist. Jetzt können wir hier speichern und vielleicht rasten. Fort natürlich. Jo. Das heißt, wir sind wieder fit. Weil wir brauchten jetzt die... Boah, 16 Stunden. Wenn es das ist, was ihr wollt. Kindermörder, der Zorn der Rechtschaffenen wird euch heute ein. Legt eure Waffen nieder und ihr werdet den Sklaven überleben. Eure Stadt ist im Untergang geweiht. Die Sklaverei ist durch den Fort vorzuziehen, oder? Falls ihr Redikus, niemals werden sich die Kinder Relafes vor euch beugen. Falls ihr Redikus wirklich herrschen wird, sogar über die Toten herrschen. Niemals werden sich die Kinder Relifanes vor euch beugen. Tod uns im Feinden für die Königin. Mein Begehr. Nächstes Mal. Meine Klinge wird euch schon zerstören. Ah. Ja.
Magie bannen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Braucht ihr etwas? Und du Furcht bannen.